Der Pioneer DDJ400 DJ Controller gilt als einer der besten DJ Controller für Anfänger und für Einsteiger. Und ich habe diesen Controller jetzt über ein Jahr in Gebrauch gehabt als kleinen Backup Controller und möchte dir, wenn du auf der Suche nach einem Controller bist, wie zum Beispiel dem DDJ400, nun einige Erfahrungen, Tipps und Tricks zu dem Controller geben und dir auch mal zeigen, wie ist er denn aufgebaut und wie funktioniert er überhaupt? Los geht es nach dem Intro. Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn das allererste Video ist, was du überhaupt von mir siehst, dann herzlichen Glückwunsch, denn du hast gerade den YouTube-Kanal für DJs gefunden. Über 500 Videos erwarten dich bisher schon auf diesem Kanal. Es lohnt sich, ihn auch mal zu durchforsten. Ich bin Mike, ich bin DJ, ich bin Coach und ich bin ein Experte für Hochzeiten und der Pioneer DDJ400 Controller ist mein kleiner Backup Controller. Hauptsächlich arbeite ich mit dem größeren Bruder, mit dem DDJ1000. Das ist mein Hauptcontroller, aber den kleinen hier habe ich immer mit dabei als Backup für einen zweiten Setup-Aufbau, wenn ich auf meinen Hochzeiten am Wochenende unterwegs bin. Dadurch habe ich einiges an Erfahrungen und wenn du dich gerade mit dem Thema DJ Controller und dem 400er hier beschäftigst, möchte ich dir da gerne einige Infos, Tipps und Tricks dazu geben. Nummer 1. Das ist wirklich ein Controller für Anfänger oder auch für Beginner. Es gibt noch einen kleineren Bruder, den DDJ200, von dem ich dir ganz ehrlich abraten würde, weil der noch nicht mal richtige Anschlüsse hat, so wie dieser hier, um zum Beispiel seine Lautsprecher dran anzuschließen. Investier lieber ein bisschen mehr, nimm den 400er, glaube mir, für den Anfang wirst du unglaublich glücklich damit werden. Das liegt daran, weil es einerseits ein Pioneer DJ Controller ist und Pioneer ist aktuell der Marktführer bei uns im DJ-Segment. Also seit Beginn an arbeite ich mit Pioneer Controllern und bin immer glücklich und happy drüber. Und das gilt auch hier für den 400er. Du wirst begeistert sein, glaub mir. Das kleine Gerät ist aber im Gegensatz zu anderen Geräten dann wirklich so ein kleiner, ich nenne ihn mal Plastikbomber. Der ist ziemlich leicht, der ist kompatibel, transportabel wollte ich sagen. Du kannst ihn auch mal in einen Rucksack mit reinpacken, mitnehmen. Und das Schöne daran ist, du musst dir einfach nur hier ein USB-Kabel schnappen und kannst den, wenn du ihn hier hinten anschließt, also hast du hier den Anschluss mit dran, kannst du ihn anschließen, direkt an deinen Laptop mit anschließen und ihn sofort benutzen. Er braucht keinen separaten Stromanschluss mehr, also mit einem Stromstecker. Einfach Plug and Play dran stecken, er wird sofort von deiner DJ-Software erkannt und du kannst auch sofort mit loslegen. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass es hier hinten gerade eine Scheinwerfer ausfällt. Hast du das gesehen? Hier hinten hat es kurz schipp gemacht und dabei ist Licht aus. Vielleicht ist es dir auch gar nicht aufgefallen. Also, Plug and Play ist der ganz große Vorteil mit dabei und wenn wir uns die Anschlüsse hier hinten angucken, ist er wirklich ganz einfach gehalten. Das heißt, er hat hier zwei Ausgänge, einen Cinch-Ausgang mit dran, wo du ganz einfach deine Lautsprecher zum Beispiel direkt per Cinch mit anschließen kannst. Er hat auch hier einen Mikrofoneingang mit dran, einen sogenannten 6,3 mm Mikrofonanschluss und du kannst hier hinten auch die Lautstärke, das Level an diesem kleinen Drehregler mit dran regeln. Wenn wir uns die Vorderseite angucken, hat er hier vorne einen Kopfhöreranschluss, wo du deine Kopfhörer anschließen kannst. Dafür benötigst du bei deinen Kopfhörern den ganz kleinen 3,5 mm Anschluss. Also den kannst du einfach hier mit dranhängen. Ich mache das jetzt mal einfach dran und kannst ihn auch sofort benutzen. Um deine Kopfhörer dann zu aktivieren, drückst du ganz einfach eine der beiden Q-Tasten, je nachdem, ob du den Kopfhörer auf diesem oder auf diesem Deck aktivieren möchtest. Der Controller ist nur mit einer DJ-Software zusammen wirklich richtig nutzbar. Pioneer empfiehlt natürlich die eigene Software Rekordbox. Ich selber benutze ihn mit Virtual DJ. Das ist die Software, mit der ich hauptsächlich arbeite. Mit beiden ist er sofort kompatibel und du kannst auch alle Funktionen mit nutzen.
So, wie ist der DJ-Controller aufgebaut? Ganz klassisch wie ein altes Setup mit Schallplattenspieler, Mixer, Schallplattenspieler, so in drei Elemente. So siehst du das auch. Element Nummer 1 ist das linke Deck, dann kommt die Mixereinheit und dann kommt das rechte Deck, damit du natürlich als DJ mitarbeiten kannst. Du hast, wenn wir uns das linke Deck angucken, ist das rechte Deck gespiegelt. Also die sind komplett identisch. Alles, was du hier findest, findest du auch hier. Nur sind das halt die zwei verschiedenen Kanäle, damit du als DJ die Lieder miteinander mixen kannst. Lass uns mal unten links anfangen. Ganz klassisch, wie jeder professionelle DJ-Controller, hast du deine Play- und Pause-Taste mit dabei. Du hast eine Cue-Taste mit dabei und mittlerweile 8 verschiedene Performance-Pads, die du unterschiedlich belegen kannst. Das machst du dann über die DJ-Software. Du kannst deine Hot-Cues drauflegen. Das ist wie hier der Cue-Punkt, nur dass du noch verschiedene oder mehrere verschiedene Cue-Punkte noch mitsetzen kannst. Du kannst auf einen Beat-Loop zurückgreifen, Beat-Jump, oder du kannst auch verschiedene Sampler benutzen, die du hier aktivieren kannst und über die Performance-Pads abfeuern kannst. Du hast hier deinen Pitch-Fader mit dabei, wo du die Geschwindigkeit des Liedes ganz einfach mit regeln kannst. Der hat auch einen guten Widerstand, also der lässt sich gut verstellen. Und das Schöne daran ist, der rastet auf dem Nullpunkt ein, also man merkt das und man hört das vielleicht auch, wenn er auf dem Nullpunkt einrastet, sodass du das immer wieder auf den Nullpunkt zurückstellen kannst. Du hast ein großes Jogwheel mit dabei, genau, was wirklich ultra leicht läuft, aber noch einen sehr, sehr guten Widerstand hat. Es ist allerdings komplett aus Kunststoff, also aus Plastik gemacht. Das ist kein Metall, da ist auch keine High-Quality-Gummierung mit drauf. Das findest du dann eher auf den professionellen DJ-Controllern mit wieder. Oben hast du eine Loop-Sektion, wo du deine Loops setzen kannst, also Teile in Liedern, die sich dann immer wieder wiederholen. Das passiert ja alles in der DJ-Software, du kannst sie aber hier über diese Tasten ganz einfach aktivieren, kannst hier auch noch einiges mit einstellen und hast natürlich auch auf diesem Controller die berühmt-berüchtigte Sync-Taste mit dabei, wo du deine Lieder ganz einfach miteinander synchronisieren kannst, sodass sie sich zusammen auf dieselbe Geschwindigkeit mit anpassen, ohne dass du das manuell über den Pitch-Fader machen müsstest. Dasselbe, was du hier vorfindest, findest du natürlich auch hier auf dem rechten Deck. Das ist komplett identisch, gilt dann aber einfach nur für Kanal Nummer 2. Wenn wir uns jetzt die Mixereinheit mit angucken, haben wir natürlich ganz unten einen Crossfader, wo du zum Beispiel von dem linken Deck auf das rechte Deck, zurück aufs linke Deck, aufs rechte Deck ganz einfach mit überblenden kannst, wenn deine Kanalfader beide offen und aktiv sind. Das sind deine beiden Kanalfader, wo du die Lautstärke für die einzelnen Kanäle im Endeffekt einstellen kannst. Die haben einen guten Widerstand, also da bin ich echt positiv von überrascht. Das fühlt sich nicht billig an, sondern wirklich, man kann sehr, sehr gut mitarbeiten. Oben drüber sind natürlich deine Mixer. Es gibt ein sogenanntes Filtersegment für den linken Kanal, genauso auch für den rechten Kanal, wo du einfach einen High- oder einen Low-Pass-Filter mit nutzen kannst. Mein Tipp ist, probier das einfach mal aus, damit zu arbeiten. Ist ultra geil. Der Filter ersetzt sozusagen deine drei Regler hier zusammen und vereint die unter einer Taste, dass du da, wie gesagt, perfekt mitarbeiten kannst. Du kannst die Funktion davon auch natürlich in deiner Software jederzeit ändern. Also auch die Buttons sind teilweise individuell belegbar. Oben drüber findest du dann den High-, Mid- und Low-Pass-Filter. Und das, muss ich jetzt ehrlich sagen, finde ich als Besonderheit bei diesem DJ-Controller mit dabei, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ein Anfänger-Controller einen High-, einen Mid- und einen Low-Pass-Filter hat. Oft ist es so, dass die meistens nur einen High- und Low-Pass-Filter haben. Nein, in dem ist sogar noch ein Mittenbereich mit dabei, sodass du deinen Sound individuell beim Abspielen gestalten kannst. Die Highs mit rein oder rausdrehen, die Mitten rein oder rausdrehen oder auch die Bässe rein oder rausdrehen. Dadurch funktioniert das Mixing als DJ, gerade wenn man als Anfänger noch übt, sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut. Oben drüber steht hier Trim, das ist der sogenannte Gain-Regler. Wie stark kommt das Audiosignal in den DJ-Controller mit rein? Das kannst du hier oben noch ein bisschen feinjustieren. Ein schönes Highlight ist hier oben die Taste mit da drin. Da kannst du in der DJ-Software, man hört es, der hat so einen Widerstand, durch deine Library durchscrollen, ohne mit dem Laptop überhaupt an der Software zu sein oder mit einer Maus zu arbeiten. Das kannst du direkt mit dem Controller hier machen und kannst über die beiden Tasten, die links und rechts neben dran sind, auch einfach sagen, geh einen Ordner weiter vor, geh einen Ordner weiter zurück in deiner Library oder lade mir
den Track im Endeffekt in den Player mit rein. Hier drücken fürs linke Deck, hier drücken fürs rechte Deck und dann wird der Track, den du ausgewählt hast, automatisch mit reingeladen. Sehr, sehr geil, das alles schon in einem Anfänger-Controller mit drin. Daneben ist jetzt noch die Master-Einheit mit dabei. Also oben ist deine Hauptlautstärke, dein Master-Signal, was du mit einstellen kannst. Und du hast hier noch verschiedene Tasten mit dabei für FX. Das sind die sogenannten Effekte, wenn du mit Effekten wie Reverb, Delay, Echo und so weiter als DJ arbeiten möchtest. Probier das unbedingt mal aus. Das macht richtig, richtig Spaß, sich damit auszutoben. Da fühlst du dich wahrscheinlich wie so ein kleiner Festival-DJ, weil dort wird das sehr, sehr häufig genutzt. Das kannst du darüber auswählen, also du kannst dein FX auswählen, du kannst sagen, soll der auf Kanal 1, auf Kanal 2 oder auf dem Hauptsignal über alles zusammen stattfinden. Hier drüber aktivierst du ihn und hierüber stellst du dann die Stärke dazu ein. Da kann ich dir nur sagen, Learning by Doing, probier es einfach mal mit aus. Du findest später immer ein gutes Gefühl damit, welchen Effekt du wann verwenden willst und wie stark man das auch letztendlich mit hochdreht. Ja, und der letzte Bereich ist hier das linke Segment mit drin. Das ist die Kopfhörereinheit. Also wenn du deine Kopfhörer hier vorne mit angeschlossen hast und die auf einem der Kanäle aktiviert hast, kannst du hier oben einstellen, ob du deine Kopfhörer das Signal, was nur über die Kopfhörer ausgegeben werden soll, oder ob du das Signal hast, haben möchtest, was über den Master ausgeht, also was auch für alle anderen Gäste draußen zu hören ist. Das kannst du individuell einstellen und hier unten stellst du die Lautstärke für deinen Kopfhörer mit ein, damit du gut und perfekt hören kannst. Wenn du übrigens auch noch auf der Suche nach dem besten Kopfhörer bist oder dem richtigen DJ-Kopfhörer für dich, dann solltest du dir das passende Video oder den passenden Blogbeitrag dazu hier auf diesem Kanal einfach mal angucken. Ich habe dir ja schon gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal hier zu durchforsten. Ja, das ist im Endeffekt schon alles von dem Pioneer DDJ400 DJ-Controller. Klein, einfach, kompakt, hat aber ein paar Funktionen mehr als vergleichsweise andere DJ-Controller von anderen Marken und man hat trotzdem die gewohnte Pioneer-Qualität. Der Controller ist aktuell für ganz, ganz kleines Geld zu bekommen, teilweise sogar im Angebot mit drin. Ich verlinke dir das aktuelle Angebot mal hier unten unter dem Video mit drunter. Klick da einfach mit drauf, dann siehst du auch sofort den aktuell günstigsten Preis und kannst ihn dir, wenn du ihn einfach haben möchtest, auch natürlich jederzeit bestellen. Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Controller oder mit irgendwas nicht zurechtkommst, dann schreib es doch bitte ganz einfach unter diesem Video in die Kommentare mit rein. Dann kann ich gucken, ob ich das ein oder andere beantworten kann oder vielleicht zusätzlich nochmal ein Video dazu mache. Ansonsten, wenn du so lange durchgehalten hast, möchte ich Danke sagen und dir gerne zum Abschluss noch was Kleines schenken. Und zwar 3 meiner besten DJ-Playlisten. Die kannst du dir ganz einfach per E-Mail zuschicken lassen und hast da schon mal eine Auswahl an Liedern, die du zum Beispiel für dich und deine Partys verwenden kannst. Ich verlinke sie dir auch hier unter das Video, klick mit drauf, trag deine E-Mail-Adresse mit rein und ich schicke sie dir ganz einfach per E-Mail mit zu. Ansonsten sage ich jetzt schon mal Dankeschön fürs Einschalten, bleib gesund und wenn du den Kanal abonniert hast, sehen wir uns in den nächsten Videos schon wieder. Bis dann, mach's gut! Der Mike. Ich habe das gute Gerät nun über ein Jahr mit auf Arbeit in Benutzung, wollte ich sagen. Wir müssen nochmal anfangen.